40 Jahre galt diese Grenze als die undurchlässigste der Welt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 war es endlich soweit. In der geteilten Stadt Berlin wurden die ersten freien Übergänge in die Mauer gebrochen. Am 18. November wurde der erste Übergang in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in der Rhön zwischen Rasdorf und Butler geöffnet. Westdeutsche Straßenbaufirmen haben einen Tag vor der Grenzöffnung in Kooperation mit den zuständigen Stellen der DDR die Straße in aller Eile wieder befahrbar gemacht. Am frühen Morgen um 6 Uhr wurde der Grenzübergang freigegeben. Die ersten Trabis fahren in Richtung Hünfeld und Fulda. Der Jubel und die Freude waren auf beiden Seiten riesig. Verwandte und Bekannte aus den Nachbarorten in Ost und West konnten sich endlich nach jahrzehntelanger Trennung wiedersehen. Musikkapellen haben sich spontan eingefunden und verleihen diesem historischen Augenblick Volksfeststimmung. Begleitet von Angehörigen der Rasdorfer Feuerwehr marschierten die Arzberger Blasmusikanten aus Dermbach über die Grenze in Richtung Rasdorf. Der Strom der knatternden Trabis reißt auch 3 Stunden nach der Grenzöffnung noch nicht ab. Ah!
Fast den ganzen Tag bewegte sich die Autoschlange in Richtung Westen. Aber nicht nur mit dem Auto. Auch zu Fuß eilen die Menschen über den provisorisch aufgebrachten Asphalt in Richtung Westen. Wo sie mit Würstchen und Getränken empfangen wurden. Auf dem Anger in Rasdorf angekommen, erfreuten sie mit ihrer Musik die zahlreichen Anwesenden. Der Chef der Kapelle, zugleich Bürgermeister von Dermbach, sagte in der Begeisterung dieses Augenblicks: Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Die Arzberger aus der DDR, aus Dermbach, sind in Rasdorf eine Sensation. Wer hätte sich das vor einer Woche träumen lassen, dass wir heute hier an diesem Platz stehen? Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir so nett von Ihnen empfangen worden sind. Wir freuen uns, dass wir bei Ihnen sein können. Ganz einfach, es ist herrlich hier. Wir hoffen, dass wir wieder einmal bei Ihnen sein dürfen, zu späteren Zeit. Wir hoffen uns, dass unser Herr Kollege Bürgermeister uns einmal einlädt, dass wir bei Ihnen auch mal so etwas wie eine Kirmes machen können oder Karneval oder was so ansteht. Die Arzberger sind für alles zu haben. Von Rasdorf setzte sich dann eine nicht enden wollende Trabikolonne in Richtung Hünfeld und Fulda in Bewegung. Die Parkplätze auf der Ochsenwiese und auf dem Domplatz waren überfüllt. Am Dom sowie am Universitätsplatz hatten eine Gruppe von jungen Leuten weiße Tuchbahnen ausgelegt. Jeder, der wollte, konnte seine Gefühle bzw. seine Meinung darauf schreiben. Die Tücher sollten anschließend Gorbatschow zugesandt werden. Am Straßenrand boten Fuldaer Geschäftsleute Essen und Trinken an. Ja, Ost und West, welch ein Fest. Und so mancher Trabi-Fahrer träumte von einem BMW. Das erste Loch im eisernen Vorhang bei Birks in der Hochrhön. Eine Woche später rief die CDU zu einer Lichterkette von der Grenze in Richtung Rasdorf auf und zahlreiche Menschen folgten diesem Aufruf. Der Vorsitzende sagte, dass wir uns entlang der Straße, und zwar von mir aus, hier vom Bus aus gesehen, auf der gegenüberliegenden Seite aufstellen. Sie erhalten von uns Kerzen. Und wir stellen uns auf von dem Punkt Grenze in Richtung
Rasdorf. Direkt an der Grenze wurden Schilder aufgestellt. Eins mit der berühmten Aussage Willy Brandts: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Die gesamte Situation führte bei so manchem Angehörigen der DDR-Grenztruppe zu Irritationen. Denn was hier geschah, war sicher nicht vorstellbar. In den letzten Wochen, nicht nur hier, sondern auch anderswo, eine Kraft entwickelt, die man ihnen vielleicht nicht zugetraut hat. Und zum Zeichen, dass diese Kerze als die Wärme weiterhin Symbol, ausstrahlen ja. soll, als ein Symbol, wollten wir Ihnen von der CDU mit allen besten Wünschen von ganzem Herzen eine Kerze machen. Dankeschön. Nehmen Sie auch, weil ich der Meinung bin, dass dann würde ich Folgendes sagen, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass Sie die Kerzen, die wir hier haben, stellvertretend für uns der dortigen Kirche zur Verfügung stellen und für uns abgeben. Der Bürgermeister ja? kommt heute nochmal, ja? Der Bürgermeister, vielleicht kann man dem die Kerze geben. Dem gebe ich das und dann kann das dann Bürgermeister, danke persönlich. Vielen Dank. Die Almostadt brauche ich doch. Kommen genau, dann geben wir Ihnen das. Wieder, ich bin heute zu so Diensthauen, bis morgen früh hier. Gut, darf ich Ihnen noch zu geben. So, besten Dank. Ich übergebe trotz aller Euphorie, möchte ich kurz bitten, dass der Verlauf der Staatsgrenze an sich auch wieder eingehalten wird. Noch wurde von den Grenzorganen der DDR darauf hingewiesen, dass die Staatsgrenze für Westdeutsche nur mit Reisepass, Visumstempel und einer Gebühr von 10 D-Mark überschritten werden durfte. Sie fragen vielleicht, was will die CDU an einem winterlich kalten Sonntagmorgen hier an einem Ort, an dem es noch vor einigen Wochen kein Weiterkommen gab? Um diese Frage beantworten zu können, darf ich einen kleinen Rückblick. Die älteren Bürger aus dieser Gegend wissen noch zu erzählen von dem, was man alles unternommen hatte, als diese Straße nicht unterbrochen war. Es gab früher, bevor dieser schreckliche Zaun kam, ganz normale nachbarliche Beziehungen zwischen den Dörfern und Städten. Wir erleben heute hier, dass es möglich ist, wieder von der einen Seite auf die andere Seite zu reisen. Wir haben atemberaubende Wochen erlebt,